Ich kann nur nachts schlafen. Es ist Nacht, du Penner. Okay. Wie weit sind denn unsere Ender-Dinger wieder? Nicht sonderlich weit. Ne? Alles noch 0%? Ja. Ja, ja. So ist das. Wo schmeißen wir das halt erstmal rein? Ne? Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, natürlich nicht richtig getroffen, aber. So. Du schmeißt das nicht da rein. Das ist jetzt ja drin. Mach das nochmal vor, das haben wir hier so. Es war vielleicht drin. Man weiß es nicht. So, jetzt aber. Oh, es hat keine Energie mehr. Ja, dann packen wir doch da mal, ne? Holzkohle drauf. Wir haben ja so viel davon. Die Produktion läuft und läuft und läuft. Könnte man halt, wie gesagt, halt nochmal verschnellern, wenn man denn mal irgendwann vernünftig Lapis Lazuli hat. Und ich dann hier mein Dingens habe. Mein Flüssigkeitsgedönsdingens. Und da muss ich ja wieder drauf achten, welche Zellen ich dafür verwende. Welche Flüssigkeitszellen. Das ist, war ja so. Ne? Habe ich mich ja geärgert. So. Okay. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie weit sind wir mit dem Quarz. Noch nicht fertig. Erst zur Hälfte. Okay. So. Dann. Ich habe auch überlegt. Also machen wir nicht heute. Das kriege ich tatsächlich zeitlich heute nicht mehr hin. Ich wollte nämlich zur Glaskuppel gehen, den Quarzboden raushauen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Gut, also das ist am Machen. Das da hinten ist noch. Testgelände ist, glaube ich, immer noch nicht so weit, oder? Es arbeitet anscheinend noch. Wie viel? Oh. Also nur noch das Deck durch quasi und halt vier einzelne. Dann haben wir's. Ist auch noch genug Platz in der Kiste? Nicht die. Hier. Ja, auch reichlich. Das ist schön, dass wir halt auch endlich hier an das ganze Blei kommen, ne? Und das wird halt, wenn wir das jetzt in schöner halt aufbauen, dann wird das hier ein bisschen geordneter, ein bisschen schneller, ein bisschen effizienter. Gerade halt in der Item-Überlieferung. Und die Bildquarft-Flüssigkeitsrohre, die würde ich gerne auch weiterhin benutzen. Aber halt alles weitere, ja, nee, mal gucken. Mal gucken. Ja, also, wie gesagt, halt Ender-Leitungen werden halt besser. Sind schneller, sind effizienter. Einfach einzustellen. Also da ist nichts mit Überkreuzen von Kabeln, wenn man es halt nicht will. Ihr müsst ja wirklich aufpassen, dass halt dann die Rohre nicht zu nah beieinander machst. Dann gehen dann die Items nicht dahin, wo du hin willst und so. Ja. Ja. Okay. Also auch das geht voran. Das können wir dann in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall auseinanderbauen. Das ist schön. Das freute mich. Zurück ins Industriegebiet. Nicht, dass ich einen Fehler mache. So viel Kies kommt gar nicht mehr rum. Vielleicht sollen wir dann wirklich halt nochmal eine Rutsche holen aus Neumoria. Also ab nach Hause. Einmal in die Mine, einmal ein bisschen Kies holen. Aus dem Kies dann Zeug. Ich sehe es schon kommen. Ich werde irgendwann Kiesmangel haben, weil ich alles zu Feuerstein verbraten habe. Weil ich auch, ne, mir ein Rezept gemacht habe, damit ich mir endlich Feuerstein verbrate. Und das halt in rauen Massen. Und das zum Wohle des ME-Systems.
Also ich glaube nicht, dass ich wirklich Kiesmangel haben werde. Wir haben noch so viele Kisten hier, die einfach auch unsortiert sind, wo wahrscheinlich auch Unmengen an Kies sind. Also ich glaube nicht wirklich an einen Kiesmangel. Weder an Alicia Keys, noch an Keith Richards. So schnell vergehen die beiden nicht. Na, wir haben genug. Ich kann damit die dritte Welt befüttern. So viel Kies habe ich. Ich meine, schmeckt nicht. Ist auch nicht sonderlich. Ja, nahrungsintensiv. Aber ich kann damit ganz die dritte Welt befüttern. Und den dritten Weg. Die haben es verdient. Industriegebiet, ja. Da will ich hin. So. Na, jetzt kriege ich das hier wieder nicht gebacken hier. Jetzt habe ich da wieder so viel drin, dass ich halt, ne, wieder keinen Platz habe. Mal wieder typisch ich. So, zack. Zackedi, zack, zack, zack. So. Okay. Man sollte jetzt vielleicht der Mace Raider mal so langsam durch sein, dass wir da halt dann den Quarz da weiter verkleinern können. Jo, das wäre aber halt auch schneller über das SAG-Malwerk, ne? Das ist ein bisschen schneller als das andere. Behaupte ich. Ja, das ist wesentlich schneller. Ja, dann jagen wir es da ganz kurz durch. Vielleicht könnte man auch auf lange Sicht halt auf den Mace Raider verzichten. Wobei... Quatscht Gedönsdingens. Kriege ich das auch aus dem... Das kriege ich nur über Mace Raider, okay. Aber halt alles andere könnte ich ruhig über das SAG mal wegmachen, das geht schneller. Ja, machen wir es so. Okay. So, dann geht's jetzt ans Gefissel mit... Ja, mit Glas, mit Gedöns. Wir holen uns schon mal Glas. Ruhig ein bisschen mehr. Einfaches mehr.de. Das läuft alles. Ich bin sehr zufrieden damit. Gut. Und, ne, wie gesagt, wir haben da ja noch so viel Holz in der Zwischenkiste, dass man halt echt überlegen muss, ob man da mal, nicht, dass das Ding hier wieder befüllt wird, dass man da mal Schnelligkeitsupgrade in den Dingens reinhaut. Ich meine, es geht, aber schneller geht immer. Nur dann wird wahrscheinlich halt irgendwann die automatische Werkbank nicht mehr hinterherkommen. Wobei auch dort könnte man halt sich Abhilfe schaffen, ne? Gucken wir mal ganz kurz, das ist alles noch okay. Mit dem Diamanten-Upgrade geht das alles. Das hier ist relativ mit Leidenschaft gezogen. Aber wir sparen Eisen, wenn wir halt darauf warten, dass es halt gänzlich kaputt ist. Ne? Achso, wollte mal gucken. Hat er denn das da aus dem Seitenlager alles rausgemacht? Ja, alles raus, okay. Ich würde halt gern sehen, wie viel Verbrauch halt da noch drauf ist, aber das kann ich nicht sehen. Das kann ich nicht einsehen. Warum eigentlich nicht? Aber wir müssen auf jeden Fall dran denken, dass wir halt bald die Achse auf jeden Fall reparieren müssen. Oder nehme ich die jetzt? Ach komm. Scheiß auf das bisschen Eisen, dass du das sparst. Komm mit. Kommst du mit? Kannst du rausgucken. Warten. Da muss ich. Habe ich überhaupt Eisen dabei? Ja. Dann machen wir das doch mal. Hier. Zack. Eisen raus. Und reparieren.
Dann hat die Axt auch wieder erstmal ein bisschen was zu leben. Haben wir noch. Und dann ist auch das Eisen weg. Werde ich mich später drüber ärgern, weil ich dann plötzlich Eisen brauche. Kennt man ja. Ist ja immer so. So. Ich auch, ne, weiterhin versuche über die Kabel zu laufen, wenn ich da schon längst drüber weg bin. So. Zack, Wumms, alle Bäume weg. So schnell kann's gehen. Aber auch wie schnell die Bäume da wachsen, ne, ist der Hammer. So, einmal ganz kurz hinlegen. Und dann mal gucken. Wir haben jetzt hier das soweit fertig. Das heißt, hier kann dann weiter Kies zermahlen werden. Das heißt, wir können hiermit Kabel herstellen, unter anderem. Also, ne, nochmal zum Mitschreiben, was wir jetzt brauchen. Bevor wir das Ganze in Betrieb nehmen können. Wir brauchen mindestens ein Laufwerk. Ja? So. Ist ja nicht so schwer. Wir brauchen mindestens eine Festplatte. Und da würde ich halt gleich schon das Größte nehmen, was es da so gibt. Die 4K-ME-Speicherzelle. Sieht kompliziert aus. Ist es gar nicht. Wir brauchen für Quarzglas. Hierfür brauchen wir Quarzglas. Hierfür brauchen wir Quarzglas. Dafür brauchen wir Quarzglas. Dafür nicht. Yay. Jo. Dann brauchen wir letztendlich das hier. Oder halt das hier, das würde auch gehen. Ich würde aber tatsächlich halt zum Fertigungskonsole halt mit dazugehen, weil dann haben wir nämlich da gleich so ein Werkbank, so ein ja, wie bei so einer Werkbank halt so ein neues Feld hier zum Herstellen von Sachen halt gleich mit drin. Ja. So, dafür brauchen wir nichts Glasmäßiges, nichts Dingensmäßiges. Staub ist okay. Was wir mal machen könnten. Wir haben ja noch irgendwo hier den Certus-Quarz-Staub. Dass wir den mal verwenden, dass wir da halt kontinuierlich halt immer wieder was herstellen oder so. Ich habe doch irgendwann bestimmt Zertusquarz Staub gehabt. Weil da haben wir halt einfach ein paar große Kristalle, die wir halt für manche Rezepte halt einfach mal verwenden können. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich das jetzt abgelegt habe, ne? Ich weiß, ich habe irgendwo Zertusquarz Staub. Auch wenn ich dafür jetzt noch gar nicht das Rezept hergestellt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Irgendwo ist das mit Sicherheit. Da ist Zertusquarz. Wir hätten auch Zertusquarz. Oh, nicht den Staub. Das ist was. Wenn wir hier die vier, die hier drin sind, zumal die. So. Kommst du nochmal ganz kurz raus. Bitte warten. So, kann das da wieder rein. Legen wir nochmal ein bisschen Kies nach. Das ist alles hier teilweise ein bisschen Handarbeit. Ein bisschen friemelig, aber ich krieg das hin. Muss halt hier immer alles schnell gehen, so ein bisschen. Dann nehmen wir nochmal einen Sand raus. So. Und dann haben wir den hier.
bewahren aber zwei davon auf, damit ich dann später dann das Rezept noch machen kann.